Nina Hasiva aus Konstanz ist sauer. Sie soll für ihren Hund Merlin jetzt 900 Euro Hundesteuer im Jahr bezahlen. Bisher waren es knapp 100. Merlin ist ein American Staffordshire Terrier und steht deshalb in Baden-Württemberg auf der Liste der gefährlichen Hunderassen. Um ihn halten zu dürfen, musste Nina Hasiva ihren Merlin zweimal zum Wesenstest bringen. Ich habe zwei Bescheinigungen von der Polizei, dass dieser Hund ungefährlich ist. Laut dem Gesetz in Baden-Württemberg hat er damit seine angenommenen Kampfhundeigenschaften und seine Gefährlichkeit widerlegt. Warum soll er jetzt, nachdem er 5 Jahre hier in Konstanz lebt, nie irgendwas gemacht hat, warum soll ich jetzt so hohe Steuern für ihn bezahlen? Doch die Stadt Konstanz möchte sogenannte Kampfhunde möglichst ganz aus dem Stadtbild verbannen. Ihre Zahl sei in den vergangenen Jahren von 10 auf 25 gestiegen. Vor allem jüngere Leute würden sich gerne solche Hunderassen anschaffen, so die Stadtverwaltung. Es kann nicht sein, dass hier eventuell Modetrends dann unterstützt werden. Hier möchten wir steuernd eingreifen, um auch eine Signalwirkung zu erzeugen, um zu zeigen, es gibt auch andere Möglichkeiten. Wer einen Hund haben möchte, sich einen Hund zulegen möchte, dem stehen hunderte andere Rassen zur Verfügung. Vor 18 Jahren wird in Hamburg ein 6-jähriger Junge von einem Pitbull zu Tode gebissen. Die Politik handelt eilig, verabschiedet eine Kampfhundeverordnung. Doch Nina Hasiva und auch viele Hundeverbände bestreiten, dass einzelne Hunderassen von Natur aus aggressiv seien. Es sei immer der Halter dafür verantwortlich, wenn ein Hund ausraste. Sie fordert eine Art Führerschein für alle Hundehalter und hat deshalb vor wenigen Tagen einen Verein gegründet. Unser Verein heißt Wir für Tier, Verein für verantwortungsvollere Hundehaltung. Und wir möchten uns dafür einsetzen, dass das Gesetz in Baden-Württemberg geändert wird. Dahingehend, dass der Halter mehr in die Pflicht genommen wird, dass mehr Halterschulung und Sachkunde betrieben wird. Und das unabhängig von der Rasse. Immer wieder bringt Nina Hasiva Kinder aus dem Freundeskreis mit Merlin zusammen. Sie sollen gegenseitigen Respekt lernen. Die generell höhere Steuer für sogenannte Kampfhunde ärgert die Biologin. Alle großen Hunde, die falsch gehalten werden, können gefährlich sein, sagt sie. Auch der Tierschutzverein in Konstanz ist gegen die hohe Steuer für Kampfhunde. Dort befürchtet man, dass die Tiere ausgesetzt werden, irgendwo am Baum gebunden werden oder uns hier ans Tor gebunden werden. Oder einfach, dass die Leute in ihrer Not kommen und sagen, wir können es nicht mehr bezahlen, hier sind die Hunde. Im Rathaus ist man anderer Meinung. Wer die Kampfhundesteuer nicht aufbringen könne, habe die Möglichkeit, eine Stundung oder einen Teilerlass zu beantragen. Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen jemand dann genötigt wird, seinen Hund auch im Tierheim abzugeben. Also hier gibt es sicher Mittel, um auch betroffenen Hundehaltern zu helfen. Nina Hasiva könnte die Steuer bezahlen, will aber nicht. Die Biologin plant eine Klage. Die Konstanzer Kampfhundesteuer sei diskriminierend, sagt sie.